Es gibt Neuigkeiten zu den Chaoszwergen und zu Drathoth, der Aschner. Der Zaubererprophet von Hasshut ist der Herr der Schwarzen Festung und der Kommandant der gefallenen Legion von Asgore. Seine Beherrschung von Magie und Technik wurde während seiner Zeit im Exil unter Astragoth Eisenhand immer stärker und nun strebt er nach einer Rückkehr nach Zarnagrond. Drathoth ist ein beeindruckender Charakter auf dem Schlachtfeld. Im Umgang mit seiner Axt ist er ebenso geübt wie in der Zauberei und kann nicht nur zu Fuß, sondern auch auf seinem Unheilstaurus Gluthauch in den Kampf ziehen. Aber auch außerhalb der Schlacht ist ein furchteinflößender Kraftprotz und der beste legendäre Lord der Chaoszwerge, wenn es um die Herstellung von Rüstungsgütern und den Ausbau von Siedlungen geht. Die Chaoszwerge sind dafür bekannt, dass sie einige der schrecklichsten Kriegsmaschinen erschaffen und sie hören nie auf, ihre Werkzeuge der Zerstörung zu verbessern. Niemals zufrieden und niemals gesättigt wird die höllische Industrie der Davidzar von nichts halt machen, bis sie das mächtigste Militär geschmiedet hat. Obwohl sie sehr mächtig sind, ist die Anzahl der verfügbaren Chaoszwerge sehr begrenzt. Diese Obergrenze kann durch weitere Ausgaben für Rüstungsgüter erhöht werden, um zusätzliche Waffen und Rüstungen in der Höllenschmiede herzustellen. Mit der Erhöhung der Einheitenkapazität steigt dann auch die Fertigkeit der Höllenschmiede, wodurch weitere Upgrades freigeschaltet werden. Die Infernal Guard gehört zu den legendärsten Kriegerkulten im Reich der Chaoszwerge und hat die Aufgabe, die Zitadelle gegen alle Angreifer zu verteidigen und den Willen des Herrn der Schwarzen Festung durchzusetzen. Ohne Frage und bis zum Tod. Ihre Gesichter sind hinter eisernen und bronzenen Masken versiegelt, die ihnen erst dann vom Leib gerissen werden, wenn sie großen Ruhm erlangt haben, sodass die Gesichter der vernarbten Krieger wieder sichtbar werden. Als hochrangige Truppen der Chaoszwerge kann die Infernal Guard im Kampf eine Vielzahl von Waffen einsetzen. Darunter große Waffen, eine Kombination aus Axt und Schild und furchterregenden Feuerwaffen. Diese Krieger sind erbarmungslos und grausam und machen auf ihrer Jagd nach Erlösung vor nichts halt. Die monströsen Dai sind Chaosdämonen, die versklavt und in eiserne Kriegsrüstung gebunden wurden. Sie sind die Sprosse des Feuers und dienen den Dämonenschmieden der Chaoszwerge. Zuerst haben wir die Gdai Feuergeborenen. Mächtige dämonische Feuerelementare, geschmiedet aus der Essenz von Dämonen unter dem heißen Magna unter der Oberfläche. Sie sind hirnlose Kreaturen der Zerstörung, die durch das Machtstreben ihrer Schöpfer erschaffen wurden. Als monströse Infanterie stürzen sich die Feuergeborenen der Gdai mit flammenden Angriffen auf ihre Beute. Sie nutzen ihre flammenden Körper, um ihre eigene physische Widerstandskraft zu erhöhen, während sie den Schaden auf ihre Feinde zurückwerfen. Ihre Intensität wird stärker, je länger sie im Nahkampf sind. Wenn dir das noch nicht genug ist, dann wird dir spätestens der Gdai Destroyer nicht enttäuschen. Diese riesigen Konstrukte aus brennendem Hass werden durch das Blut ihrer Opfer angeheizt. Als größte und teuerste Einheit, die Chaoszwerge beschwören können, sind diese Monster ein seltener, aber furchterregender Anblick. Mit Anti-Large- und Wallbreaker-Fähigkeiten lässt der Gdai Destroyer nichts in seinem Weg stehen. Seine Größe erlaubt es ihm, über das Schlachtfeld zu stürmen und Einheiten durch die Luft zu schleudern, während er diejenigen zerfetzt, die ihm zu nahe kommen. Wenn du erstens nicht zerfetzt und zweitens auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und hier links kommst du jetzt noch zu der Geschichte der Chaoszwerge. Wir sehen uns gleich dort.